Unser Thema heute: Steht die Kultur in der Provinz im Schatten der Kultur der Metropolen oder lebt die Kultur der Großstädte gerade vom Kulturreichtum im ländlichen Raum? Wie verschieden sind die Voraussetzungen für Kulturarbeit in der Region und in den Metropolen? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Herzlich willkommen bei Talk Your Max. Ja, sagen wir so, es gibt bestimmte Sachen, die gibt es nur am Land. Die sind einfach nur am Land da. Also ich glaube, wenn man halt irgendwie künstlich versucht, die Volksmusik, die am Land gemacht wird, künstlich in die Stadt zu bringen, dann bleibt sie künstlich, dann ist sie nicht da. Wenn man jetzt aber versucht, nach Garmisch draußen jetzt irgendwie ein Opernhaus zu bauen, dann frage ich mich, ist das Publikum dafür da? Das gibt einfach auch Sachen, die sagt, die kehren auch in die Stadt rein. Also du kannst nicht in jedem Dorf und in jeder Kleinstadt Symphonieorchester haben. Das geht nicht. Also du musst schon schauen, dass es also vieles an vielen Orten gibt, aber manches ist da, ist ganz anders. Es ist vom Angebot her in der Region, um das Wort mal Provinz erst draußen zu lassen, ganz ähnlich wie in der Stadt. Wir haben ein sehr breit gefächertes und reichhaltiges Angebot. Die Frage aber, welches Publikum dafür vorhanden ist, welches Publikum sich dafür interessieren lässt und ganz problematisch für mich auch die Frage der Öffentlichkeit. Wir haben eigentlich ganz große Schwierigkeiten, eine angemessene Öffentlichkeit dafür zu finden oder herzustellen, und das sehe ich als eine ganz große Differenz zur städtischen Kulturarbeit. Und genau das ist das Problem, dass wir immer beides fragen müssen. Für wen machen wir es und was machen wir? Man kann andere Beispiele nehmen, um es mal ein bisschen provokanter zu sagen, das gilt auch für die Bayerische Staatsoper. Wenn die Bayerische Staatsoper eine Oper für München und den Großraum wäre, dann bräuchte sie sich nicht permanent reflexhaft mit Peking und mit New York und mit sonst jemandem vergleichen, sondern müsste fragen, spielen wir für dieses Publikum? Sicher mit großem Umgriff dabei. Tut sie aber nicht, sie vergleicht sich ständig mit denen, die nicht ihr Publikum sind. Kulturelle Teilhabe ist mindestens so wichtig wie die Präsentation hochkultureller Ergebnisse und Leistungen. Beides gehört zusammen, das kann man nicht abkoppeln voneinander. Wenn Menschen nicht schon in den Schulen, und da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, schon einen Zugang finden zur kulturellen Praxis, also Partizipation ist mindestens so wichtig wie die Präsentation der Spitzenleistungen in der Kunst. Und da haben wir eine Schieflage in Deutschland generell, vor allem an den Schulen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es bleibt an mir, mich sehr, sehr herzlich bei meinen vier Gästen, bei Dieter Rossmeisel, bei Christian Stückel, bei Professor Dr. Julia Niederrümelin, bei Gisela Geiger zu bedanken. Es war für mich ein großes Vergnügen und ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.